Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange Before the Storm. Sorry für die Geräusche. Square Enix. Deck 9. Life is Strange Before the Storm. Episode 3. Die Hölle ist leer. I need some way to show Rachel that I'm here for her. Oh. Ja, für Rachel da sein. The yin and badass yang of Rachel Amber. Denke zuallererst daran, dass du geliebt wirst. Sei zuallererst gewappnet. Machiavelli. We were so close to making our break last night. Now, I don't know. Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? Typ 4, der Individualist. Kreativ, selbstständig, unabhängig. Neigt zu Melancholie und Maßlosigkeit. Das Beste für einen Typ 4 ist es, von den Gefühlen der Vergangenheit abzulassen und sich auf das Potenzial, das die Zukunft bereithält, zu konzentrieren. Okay. May you always be safe. Sure. But from who? Damit du immer sicher bist, denn liebe Papa. Rachel might not survive her family, but at least she'll survive the zombie apocalypse. Damit könnte man gleich was machen. Oh. Chloe, ich schließe nicht ab, falls du deinen Schlüssel vergessen haben solltest. Bitte komm nach Hause, es ist doch egal, wenn es nach der Ausgangssperre ist. Mama, ich kann gerade nicht, bitte. Wir können gerade wirklich nicht. I could get grades like this. I just don't want to. Nur Einsen, Alter. Leistungskurs Latein, A. Das amerikanische Erlebnis, A. Also 1. Literatur des 20. Jahrhunderts, 1. Leistungsbiologie, 1. Theater, 1. Sport, 1. Makellose Beteiligung, Alter. Sie liest das Licht von Dionysos hell erstrahlen. Eine absolute Spitzenschülerin. Unermüdlich in Geist und Seele. Ausnahmslos, einsichtsreich und engagiert. Personifiziert exzellent. I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. Liebe Miss Arcadia, was ist wirklich mit dem Feuer im Norden der Stadt los und wann kommt es hier runter und fackelt uns alle mit einer feurigen Umarmung des Todes ab? Ich frage für einen Freund. Erster. Nein. Brach das Feuer nicht einen Tag nach dem Firewalk hier spielten aus? Das ist ein kurioses Feuer, meine Freunde. Quellen im ABFD sagen, sie haben so etwas noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie es begann, keine Ahnung, wie es so lange brennt. Ein absolutes Mysterium. Setzt eure Hüte aus Alufolie auf und spekuliert. Alles klar. Ein Drache mit Streichhölzern wurde auf die Stadt losgelassen. Prescotts, 50% ernst gemeint. Warum nur 50? Die Prescotts sind scheiße zwielichtig. Traust du es denen zu? Sie hatten vermutlich belastende Beweise zu verbrennen oder sogar Leichen. Ganz abgesehen von den Chemtrails, die sie in der ganzen Stadt verteilen. Höchst entzündlich.
Ockhams Rasiermesser. Leute, nur ein paar Kinder, die im Wald kiffen. Was das Seltsame angeht, diese Stadt ist seltsam. Seltsam, was gibt's sonst noch Neues? Aber warum männliche Models? Was? Nothing Forever? Ach so. Aber warum männliche Models? Okay. Die Stadt wurde auf einem Indianerfriedhof gebaut, oder etwa nicht? Friedhof der amerikanischen Ureinwohner, und nein, wurde sie nicht. Burn! Kapiert? Vorheriges Thema, Legalisierung von Marihuana in Oregon, wie ihr euch beteiligen könnt. Nächstes Thema, Anstieg der Blackwell-Gebühren, steht kurz davor. Okay. Kalender bitte. Wie sieht den Kalender an? Danke. Oh! Rachel's always made being an A-Student seem so easy. Almost sad to see all this effort. Freitag. Biologie, Labornotizen, Theaterprobe im Kostüm, Überprüfung der Schauspielplatzierungen, des Einsatzes der Lichter etc. Englisch. Halt die Fresse. HDF, okay. Das amerikanische Erlebnis, Stichwort für den Aufsatz, ca. 3 bis 5 Seiten, Lateinkonjugationsarbeitsblatt, Vokabelliste 1 bis 18. Alter. Oh, alles klar. Rachel could use another subject. But which one? Anatomie. That's the one. Where do babies come from? Show and tell. Alles klar. Okay. Land der Freaks. Wir haben ein Graffiti, wie es aussieht, noch nicht gemacht. Oh, verdammt. Retten? Klar, wir retten den Blumenstrauß, würde ich sagen. Oh, eine Rose. At least she'll have something from tonight. Oh. Even you, Willy, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Die vollständigen Werke von William Shakespeare. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Es könnte sein. I bet Rachel would rather be anywhere but here. Maybe I can make the world a less scary place. On stage, I think Rachel said. American Graffiti. Achievement. The Corners of the World. Our Mir? Was? Okay. Rachel was incredible as Prospera. I won't forget a second of it. Nein. Episode 3. Ah, okay, das war. Okay, wir haben doch nichts vergessen, Leute. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Bisschen. Gut. Pinnwand. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Alter. Nichts ist unmöglich. Das Wort selbst enthält möglich. Stimmt. Der Anfang ist immer heute. Denken wir das Undenkbare, lösen wir das Unlösbare. Machen wir uns bereit, mit dem Unaussprechlichen zu ringen und finden wir heraus, ob wir es nicht doch versauen können. Ist es recht, dass diese trostlose Welt ich soll verlassen und dein gerechtes Utopia suche, das ich nie finden mag? Kiss me, Kate. Once upon a time. Die Glasmanagerie im Webertheater? Managerie? Heißt es so? Keine Ahnung. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Irgendwie schon. Rachel's surrounded by so much love. Yet she seems so alone. An unsere wundervolle Tochter für den Abend ihres ersten Auftritts. Hals und Beinbruch. Wir lieben dich, Mama und Papa. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. Löwenkrebs, Krebs, Scheitelpunkt.
er im Scheitelpunkt geboren ist, schwankt zwischen der theatralischen Natur des Löwen und der sensiblen, introvertierten Natur des Krebses. Die Stimmung der Träger dieses Zeichens kann sich von einem Moment zum nächsten verändern, denn ein Gleichgewicht zwischen diesen Zeichen ist oft schwer zu finden und noch schwerer zu bewahren. Stärken: kreativ, leidenschaftlich, liebevoll, hingebungsvoll, diplomatisch. Schwächen: egozentrisch, sprunghaft, besitzergreifend, dramatisch. Okay. Einschalten. This light needs more light. Das Licht braucht mehr Licht. Kann ich das irgendwie machen? Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Die Taschenlampe. Okay, das ist cool. All ready for Rachel's light show. Better get her attention first. I can't imagine what Rachel is thinking right now. I want her to tell me when she's ready. Hey, Rachel. I'm glad you're here, Chloe. Of course. Natürlich bist du das. Alles klar. Hey, check it out. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? It reminds us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman, my real mom, she's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I don't know. I bet there's, like, one other chick in Australia who's super trustworthy. No chance. You're 1 in 100 infinities, Chloe Price. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know.
that my real mother was gone. You should take it back. No. There's nowhere else I'd rather keep it than right here. Reden Sie noch weiter? So, den Screen lassen wir jetzt für die restlichen 5 Minuten, okay? Okay. The fact that she's here right now. That she came here. For me. I think I need to see her. Is that wrong? Honestly, I have no idea what's right or wrong in this situation. I just know that whatever you decide, I'm in. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. Let me handle it. Really? Really. Mysterious. I like it. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. Das stimmt. I think I might be able to fix up that truck in the junkyard. Really? I'll give it my best. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? After my dad died, I didn't know how to keep talking to him. I still don't. But it doesn't matter. All that matters is that he's there. Your dad? In my dreams, he's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right. Das stimmt. Oh, alles klar, Leute. Ich würde sagen, das bedeutet den Ende des Parts. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, bewerte den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!